Hallo, ich bin Sandra Greiser von der DBZ Deutsche Bauzeitschrift und ich sitze hier auf dem roten Sofa mit Professor Andreas Hild von Hild & K. Architekten und stelle Ihnen ein paar Fragen zum Thema BIM für Architekten. Herr Professor Hild, ist BIM inzwischen angekommen im Planungsprozess bei Architekten, Bauherren und den Fachplanern? Ja, ich glaube, da muss man schon relativ stark unterscheiden. Also ich glaube, dass sich die allermeisten Architekten zumindest damit beschäftigen. Das heißt jetzt noch nicht, dass der Prozess angekommen ist. Bei den Fachplanern würde ich sagen, ist das unterschiedlich, je nachdem, welche Disziplin. Gibt es eine höhere oder niedrigere Durchdringung? Für die allermeisten Bauherren ist das noch kein echtes Thema. Sie haben bei Ihnen im Büro ja BIM eingeführt. Welche Vorteile haben sich denn dadurch bei Ihnen in der Arbeit ergeben, also im Architektur- und Planungsprozess? Daraus ergeben sich an sich ganz viele Vorteile. Ein Vorteil zum Beispiel ist, wir haben einen Standort in Berlin und einen Standort in München. Das heißt, wir können standortübergreifend am gleichen Projekt arbeiten. Also das heißt, die arbeiten im Prinzip in Berlin meinetwegen an einer Fassade und in München am Rohbau. Und es hat tatsächlich kann das zusammengesteckt werden und gibt dann zusammen wieder ein Modell und daraus dann auch tatsächlich einen Plan. Das ist tatsächlich ein Vorgang, der zum Beispiel uns hilft, Lastspitzen im Büro zu verschieben. Aber natürlich auch gerade in der Zusammenarbeit mit anderen Planern in komplexen Umbauprojekten. Und welche Schwierigkeiten gibt es tatsächlich bei der Planung mit BIM, bei Ihnen jetzt aus persönlicher Erfahrung? Na ja, ist gut, es gibt schon eine ganze Reihe von Hürden, die man überspringen müsste. Das ist sicher zum Beispiel einmal die interne Hürde, weil es schon eine ganz andere Sorte Planung und eine ganz andere Sorte Vorgehen beim Architekten ist. Sind die Herausforderungen denn technische oder sind sie eher, ich sag mal, menschliche? Ja, es gibt gerade am Anfang einer solchen Einführung gibt es menschliche Herausforderungen auch. Das ist aber auch, wenn Sie eine andere Textverarbeitung einführen in Ihrem Büro, wahrscheinlich gibt es da die eine oder andere psychologische Instabilität. Tatsächlich sind die Fragen, die wir heute haben, in erster Linie technischer Natur, Fragen der Kompatibilität, des gleichen Verständnisses von gleichen Vorgängen etc. Und die müssen aneinander angepasst werden. Dazu muss man kommunizieren und kooperieren. Ja. Was würden Sie jetzt zum Abschluss vielleicht noch Architektenkollegen raten bei dem Thema Einführung von BIM ins Büro? Haben Sie da vielleicht ein paar Tipps? Das Problem ist, jeder muss sein Büro ja kennen und weiß am besten, wie man eine neue Software und ein neues Planungsverfahren einführt. Insgesamt kann ich nur sagen, dass sehr viele Büros Angst haben, das einzuführen. Und da muss ich sagen, insgesamt gibt es natürlich instabile Zustände und es gibt natürlich Dinge, die nicht funktionieren. Meine Erfahrung ist aber, dass die meisten Mitarbeiter, die einmal im Prinzip eine solche Schulung gemacht haben und im Prinzip dann auf so einem System arbeiten, an sich sehr zufrieden waren und an sich nicht wieder zurück wollen zum traditionellen 2D-Prozess. Professor Hild, ganz vielen Dank. Das war's schon. Sehr gerne.